Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einem weiteren Spieltag der PAX und einem Sommer-WM hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum letzten Gruppenspieltag. Die letzten vier PAX in der Gruppe D und allgemein in der Gruppenphase. Leverkusen gegen Frankfurt und Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Ich hab Bock und ich kann euch sagen, Leverkusen steht mit 3 Punkten da. Frankfurt steht mit einem Punkt da. Hertha BSC steht mit 3 Punkten da. Und der VfB Stuttgart steht mit 4 Punkten da. Also, es ist noch alles möglich. Gruppe D ist noch offen wie ein Scheunentor. Und wir gehen rein. Wir gehen rein. Erste Halbzeit. Erste Halbzeit. Startet mit einem Sydney Rebiger. Bayern, Gladbach, Köln, Augsburg, Bochum, Paderborn, Jan Regensburg, Hoffenheim, Leverkusens, Palacios mit dem Doppelschlag 2 für Leverkusen. Leverkusen, ich glaube, wenn das so ausgeht, Leverkusen hat dann nämlich 6. Frankfurt hatte 3. VfB hat auch 3. Ich glaube dann, wenn es so ausgeht, dann könnte Hertha noch weiter sein. Weil Hertha hat halt das 7-1 gegen Frankfurt auf im Rücken, sage ich mal. Und 7-1 ist halt eine überragende Tordifferenz. Schauen wir einfach mal weiter. Noch ist hier nichts vorbei. Und das ist Kurstic mit dem 2-1. Der Anschlusstreffer. Und es ist Hüsan Maulida mit dem 1-0. Aoi, Hertha BSC. Wichtiger Treffer, ganz, ganz wichtiger Treffer. Mainz, Leipzig und es sind nochmal die Frankfurter. Es sind nochmal die Frankfurter und somit drehen die Frankfurter die Partie. Heide Witzka. Philipp Kostic mit dem 2-3. Leverkusen hat 2-0 geführt. Leverkusen hat 2-0 geführt. E-Sport zählt nicht. Union, Hoffenheim, Gladbach, KSC, Rostock, Gladbach, Hoffenheim, Kiel und Hannover 96. Letztes Pack. Letztes Pack, letztes Pack. Freiburg, Bielefeld, Stuttgart mit dem Unentschieden. Paderborn. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Schalke. Wichtig. So unglaublich wichtig. Es ist Lukas Sousa mit dem Doppelpack, mit dem 3-1. Hertha gewinnt und ist auf jeden Fall in der K.O.-Runde. Und das war und ist gleichzeitig der Schlusspfiff. Frankfurt gewinnt 2-3 und Hertha gewinnt 3-1. Somit hat Hertha 6 Punkte. Stuttgart hat 3 Punkte, nee, Stuttgart hat 4 Punkte. Stuttgart hat 4 Punkte. Leverkusen hat 3 Punkte. Und Frankfurt hat 4 Punkte. Das heißt Stuttgart und Frankfurt, ne, muss ich jetzt vergleichen. Die Tabelle werdet ihr jetzt eh gleich sehen, aber ich rechne nochmal für mich aus. Stuttgart hat unentschieden gegen Frankfurt gespielt, 3-3. Stuttgart hat eine Tordifferenz von plus 4, plus 2 hat Stuttgart. Stuttgart hat plus 2. Plus 2. Frankfurt hat minus 6. Minus 5. Das heißt, Stuttgart ist weiter. Stuttgart und Hertha ist weiter. Leverkusen und Frankfurt raus, glaube ich. Leverkusen 3, Leverkusen, ja, Leverkusen ist raus und Leverkusen-Frankfurt raus. Leverkusen-Frankfurt raus, Stuttgart und Hertha sind beide weiter. G, G. Und das war's für die Gruppenphase. Morgen geht's rein in die Auslosung der K.O.-Runde. Ich hab Bock, wer wird die Matchtag Sommer-WM für sich entscheiden? Das ist die Frage. Dortmund, Leipzig sind noch drin. Das sind die Clubs, die weiter sind. Dortmund, Augsburg, Freiburg, Union, Köln, Leipzig, Hertha, Stuttgart. Das sind die 8 Clubs, die morgen ausgelost werden.
in der K.O.-Runde, also in der Auslosung der K.O.-Runde. Lasst ein Like, lasst ein Abo, natürlich auch um 16 Uhr die Auslosung. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!